Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Wir werden uns aber, wie ihr seht, Saints Row Get Out of Hell nur so circa, naja, so 15, 20 Minuten habe ich gedacht, gucken wir uns das mal an. Je nachdem, ab wo man dann Koop spielen kann. Wenn es länger ist, dann halt länger. Und da mache ich dann einen Cut und dann werdet ihr mehr davon sehen, sobald ich in meiner neuen Wohnung Internet habe. Und dann nehmen wir das gleich in Angriff. Kann passieren, dass ich hier kein Intro davor machen kann, dass ich das halt nur ausschneide, also praktisch nur das Video hochlade, da irgendwie, seit ich umgezogen bin und der Laptop abgekackt ist, wenn ich ein Intro mache, vorsetze, ist alles irgendwie zeitverzögert oder, naja, das, nee, die Tonspur verschiebt sich, sagen wir mal so, vom Spiel. Trockenen Hals. Saints Row-Fan freue mich ungeheuer, ungeheuer, auch noch den Ton am Fernseher an, ungeheuer das Spiel spielen zu können. Extras, Optionen, Steuerung. Nö, das lassen wir alles. Audio, ich will nicht unbedingt die Musik bei 50 machen. Nee, Geräusche, ja, da Musik, zwei ins. Ja, machen wir 60. Untertitel lassen wir auch an. Machen wir lieber 50. Nicht, dass es zu laut ist. Kampagne, Koop-Kampagne kann ich nicht machen. Weißt du, kann man jetzt schon? Online, LAN. Oh, per LAN. Koop-Option, privat, nur Freunde. Aber ich kann hier von Anfang an online spielen. Scheiße. Na, dann machen wir so 15 bis 20 Minuten oder so machen wir. Neues Spiel. Ja, ich habe ja noch gar kein anderes Spiel. Also habe ich nur ein neues Spiel. Boah, sieht okay so aus. Bin mal gespannt, wie es ist. Wo ich damals davon gehört habe, Saints Row, das ist ja schon Monate her, Saints Row kommt ein neuer Teil oder beziehungsweise diese Get of the Hell oder wie es heißt. Ich war so perplex, ich habe mich so gefreut, dann hieß es, ja, Saints Row 4 kommt für die PS4 auch nochmal und jetzt praktisch ist es nur ein DLC. Ist zwar nicht schlimm, aber ich freue mich halt, dass ich endlich wieder Saints Row spielen kann. Die ersten Teile, also der erste. Once upon a time in a faraway land, there lived a man so exceptional that the divine hosts of heaven and hell were forced to take note. A man dangerous enough to bring Satan to his knees, but selfless enough to make God himself raise an eyebrow. How did this come to pass? Well, it all began at a very special birthday party for a very special young lady. Surprise! What is all this? It's your birthday, Kinsey. So? You've never been to a birthday party? No. Oh, like not even growing up? I went to the School of the Americas since kindergarten. We didn't really do birthday parties. But you celebrated Christmas? I don't have to explain myself to you. Oh, Kinsey, this is going to be so much fun. Xinjai made a cake. Jane Austen is here. We'll play some games. What sort of games? Ist das geil? It's a bunch of letters. It's tradition.
every slumber party has to involve a spirit board. Slumber party? How's it work? We ask it a question, and the spirit of the board will reveal the answer. How? Yeah, someone pushes the pointy thing to wherever they want. Wait. Can we go back to you and your slumber parties? No time. All right. Everyone put their hands on the cursor. Cursor? I feel the magic already. All right. Will the president slash god emperor for life ever choose a partner to reign alongside them? No. Ooh, someone's getting married. Shut up, Matt. Who will tame the president's wild heart? What are you guys trying to spell? I'm not moving it. That's the spirit, Kinsey. I'm serious. I'm not moving it either. Neither am I. Jezebel? Who the fuck is... Is that not normal? Where'd you get the board? I was going through Zinyak's artifact collection and found it there. Who did it belong to? Aleister Crowley? Christ. Guys, I think it's laughing at us. Fuck this. Fuck this. I think you're a smart enough piece of wood to see where this is going. Now, are you ready to cooperate? That's more like it. You think we can trust it? It's not like we got a lot of options. So what's the plan? We mount up and go in after the boss? No, I do. No sense in what's left of humanity walking right into a death trap. Someone's gotta live to tell the story. That's a stupid plan, Johnny. I'm leaving you in charge. Hell of a plan, Johnny. Are you serious? I'm coming too. Are you kidding me? How do you plan to come back? Yeah, I try not to sweat the details. You need someone with you that does. No. It's my birthday. Fine. All right, Dennis. You know where my friend is? Es ist so abgedreht wie immer. True to its word, the spirit board opened up another portal and sent Johnny and Kinsey screaming into hell. Dane Vogel. Ultor is behind this, I know it. Ultor and the Saints haven't been enemies in years. You really think he's responsible? You don't know him like I do. The boss put him through a window for a reason. The reason was the boss was kind of fucking crazy back then. That's a fair point. You know how much easier this would be if we just found a car? You know how much easier this would be if you just gave me a second? Oh, the time is that long. Alright. Now how are we gonna find the Ultor building? Biggest building down here. Giant Ultor sign on it. I don't think this is a problem. I'll buy that. Wo soll ich jetzt hin? Achso, das Touchpad ist so gerade, okay. Jo. Ultor. Okay. Vielleicht doch mal hinfahren. Oh, aber ein bisschen knapp hier. Also hier hinten ist mit Grave of Carter ziemlich weg. Oh, it's brand new. Look at us. Kinsey Kensington and Johnny Gat driving together on a birthday adventure. Are you always this excited? Generally, I'm a misanthrope. I get it. Oh, was haben wir denn hier Schönes? I think we may have got the attention of the demons. How do we want to handle it? We handle it by killing demons. Oh, geil. So, kann er beim Auto von schießen? Ja, das kenne ich ja.
Ich war mal wieder auf der falschen Spur. Life is good. Achso, hier muss ich runter, wa? Ja. So, this is hell. Oh. Not as bad as I thought. It kind of reminds me of Steelport. Und ich fahr wieder Auto wie der erste Mensch, ey. Lava nicht. Ich will nicht Lava. Komm, fahr doch raus da. Oh, bin ich. Nee, zurück. So, jetzt aber. Lava. Oh, das Ding hat so erstarren an den Reifen. Gute Sache. So. So, what's the plan? Oh yeah. I'm gonna shoot him in the face unless he gives us the boss back. What if Dean doesn't have the box? I'll probably still shoot him in the face. Leuchtet mir so rot. So, das sind Gegner. Ah, okay. Ah, ich bin schon da. So, hier soll ich her. Tür öffnen. Rüttor. Welcome to hell. Shouldn't you have a receptionist? Such is the plight of eternal damnation. I have a feeling you didn't come here to catch up. Let's talk in my office. Aber geil gemacht, muss ich echt sagen. Not even death could stop the enterprising Vogel, who wasted no time in setting up an Altor branch in the bowels of hell. Dane was eager to fill Johnny in on the ever-shifting politics of land rights in the underworld. But real estate mattered little to Johnny, who only cared where his friend was. Where'd you put the president? I've been trying to explain that. I didn't take them. Bullshit. You expect me to believe he just happened to be the first thing you see in hell? Bullshit. Maybe it's just another host. But your thank you sounds more like an accusation. That's probably because he plans to kill you. Okay. I get the trust issues. Can I show you something? The pieces all came together. The president had caused more chaos and destruction than any other in human history. It was only natural that Satan would want them to marry his daughter. They needed a plan, and Johnny had one. I'm gonna shoot the devil in the face. I think you might be skipping some details. No, I said in the face. I like the commitment, but you gotta find a way to get close enough to him in the first place. When's the wedding? I'll just show up and... And then you'll shoot him in the face. Sorry, but it's a little more complicated than that. These things are tied to the soul. You won't be able to enter without one. So how do we get one? You get his attention. I know some places that are of particular value to the father of the bride. You hit those, you'll get your shot. Wait, why would Satan give out an invitation for destroying his stuff? Oh, he won't, but it should piss him off enough to get him to attack Johnny personally. Either the devil kills Gat and Altor gets the construction contracts to rebuild what was destroyed, or Johnny kills Satan and I'll have to pay less taxes. It's pretty win-win. That's why you're helping us? To make more money in hell? Hell's what you make of it, sweetie. Works for me. What you got? All right. Satan had entrusted the day-to-day running of hell to five archdukes, and Dane knew how to find them all. But beyond that, wundert, was das für komische Geräusche sind, ich dampfe nebenbei. To go along with Satan's status quo. There were others who shared Dane's ambition for power, and the Altor mogul knew that the key to unseating Satan lie in gaining their aid. But before Johnny set out to wage war against the Prince of Darkness, Dane had one final gift. An artifact that he had spent fortunes on. Lucifer's cracked halo. This holy relic granted Johnny the majestic wings of the Morning Star. However, he still needed help in learning how to use them. Was? Allerdings, damit so schnell bin ich gar nicht. All
Alright, you got me out in the sticks. Now what? Would it kill you to show a little excitement? You're about to experience angelic flight, for Christ's sake. Dang. Someone needs a nap. Just collect some soul clusters and power up the halo. You'll be flying around in no time. Great. Now you should have just enough clusters. Okay, sag auf Ofen. Das kenne ich schon von Sensor 4. Das Menü haben sie hier nicht verändert, was ich gut finde. Das ist ein schöner Übergang. Alright. Und jetzt start slow, try to jump over to that next island. Also, the longer you charge your wings before jumping, the further you'll go. Oh, die Zeit ein bisschen zu lange gedrückt. Ah, nicht lange drücke. Okay. Sieht aber geil aus, die Fliegen schwingen hier, finde ich. Hey, you didn't fuck it up. Good job. Now get up that cliff. Don't worry. If something looks too high, geil just keep sieht on jumping off aus. The wall. Remember to charge your jumps if you want to get up the cliff faster. Now it's time to fly. You heard of crawling before walking? Well, in this case, you need to jump before you can fly. Ach, L1. Okay. Launch yourself in the air with a jump, and then habe. Hold your wings out to glide to that next island. Yeah. I put okay, that was... Da war ich zu schnell. Try again. Here's a tip. You don't need to get a running start to fly. Just jump and hold your wings out to glide. Let the wings do the work. Drei Steuereck. Okay. Ein bisschen weich die Steuerung. You'll have to dive to reach the next island. Do that by pointing your head down. Don't worry. The rest of your body will follow. Put a shiny flap orb out in front of you. Collect the orb and your wings will flap to gain speed. Sammle die Flügel. Schlagkugeln auf dem Weg. Insel ein. Okay. Alright, now try flapping those wings on your own. Do a flap on your way to the next island. God, this feels good. The exact opposite of diving is climbing. Climbing will slow you down and eventually cause you to stall. And trust me, stalling sucks. You can flap while gliding to gain additional speed. So the faster you're going, the higher you can fly. Now try to reach the island up there. So da soll ich hin. Okay. Kann ich denn überhaupt hochfliegen? Steigflug verringert den Schwung. Achso, da steht so, ja. Lese gerade durch. Drücke dann X mit den Flügeln zu schlagen, um genug Schwung zu holen und die Höhe zu erreichen. Aha. Okay. Frosch im Hals. Yeah! Alright, time to take the training wheels off for the final lesson. Flying takes stamina. If you run out in midair, you are going to drop like a rock. A stupid, stupid, stamina-less rock. Last island is right under those lava falls. Notice how your stamina drains the longer you glide. Doch gedrückt.
Gotta pick it up. Let's get you back to the old Tor building. I want to run through all the stuff you can do to hurt Satan. Sure thing. See you soon. Here's the deal. If you want some face time with Satan, you need to get his attention. Now, Satan hates being challenged, so anything you do to undermine his control is good. Fraud, mayhem, shooting demons in the face, anything. You can keep track of Satan's wrath with this handy meter. Get it high enough, and you'll be having drinks with Big Red in no time. I've compiled a list of shit to do, so take a look and do whatever sounds fun. Oh, one more thing. We have some potential allies down here. Trust me, you want to impress them. Die sind eure Höllengegner? Das wird ja bestimmt geil. Oh. Ist das geil. Scheiße. Saints Flügel habe ich ja. Waffe, Schädel? Vorbesteller Pack Bonus. Du hast den Schädel, dessen Namen Narren. Schädel des Narren freigeschaltet, der durch. Brauche ich ja. Boni? Ja, nehmen wir auch mal mit hier. Gesundheit? Oh ja, brauche ich auch auf jeden Fall. Fähigkeiten? Habe ich noch nicht. Aber wo ist denn hier mit dem Schädel auf? Das ist jetzt so wie bei. Das ist so wie. Oder verbessere eine Waffe. Aha. Da kann ich dann anwählen. Check out the vending machine near the Old Tor building. Is it a special vending machine? Wo soll ich denn hin? Ah, hier ist eine Waffe lang. Aha, okay. Das ist genau wie bei Saints Row 4. Das kenne ich alles. Hier kann ich dann aktivieren, was ich aktiviert haben will. Jetzt eine Stunde zu kurven, Preis 10, ich habe 0. Flügel habe ich gar. Ach du Scheiße. Oh, doch nicht dahin, da. Da sag ich doch, hier habe ich Overt, aber keine Kohle mehr dazu holen. Aber die Gegner, das ist alles noch. Oh. Viel zu holen. Statistik. Have you bought stuff from a store already? Probably. But I would be remiss as your guide if I didn't show you the basics. Thank you.
Tape löschen. Munition kaufen. Ah, okay. Okay. Waffe kaufen. Oh ja, den auf jeden Fall. Ah, der kann aber... Ah, so jetzt. Coole Sache. So, jetzt lassen wir mal die Waffen hier. Entschuldigung. Diamant. Was? 100.000, ey. 200. Oh, die sieht aber auch cool aus. 500. Ich nehme mal die. Die sieht aber auch geil aus. Ich nehme die. Verbessern muss ich es ja noch nicht. Was ich habe, habe ich. Was ich kriege, weiß ich nicht. 1000. Ich nehme die für 300. Erstmal alles kaufen, was man kaufen kann. 1000. Ich nehme die für 1000. Die sieht fruchtbar aus. Kleiner Quäler. Aber ich will die haben. Oh, Schädel, da ist er doch. Im Besitz. Ich will den ja nicht aufrüsten. Abkühlzeit. Schaden. Ah, 20.000? Was, 6.000? Leck mich doch an der Dash. Wollte. Die nächsten Aufwertung kosten alle 6.000. Dann werde ich die mal alle gleich aufwerten. Die erste Stufe kostet nur 100. Die kann man mal mitnehmen. Da kann ich ja ewig sammeln. Nee, ey. Das auch noch. Genau, das tun wir auch noch. 100. Ach, den heißt ja unendlich. Okay. Better and better. Wie kann ich mir jetzt die Waffe auswählen? Also, jetzt sehe ich hier schon mal die ersten Missionen. Okay.
Keep talking, bitch. Go! Ich habe aber noch nicht. Da Kreis ist es. So, wir haben einen Schädel. Oh, ist okay. Alles kurz und klein schlagen. I will fucking end you. Und die sind gebrochen. You really should look to finding those guys I told you about. You're missing out on a lot of opportunities. Sind wir mit der Fäuste nach jemanden kriegen hier? Oh, da krieg ich ein Messer. Also nicht nur Fäuste. Boah. Fuck, ist das geil. Und. Es ist die deutsche Version, Leute. Die deutsche Version, die ich spiele. Wie geil ist das denn? Geile Sachen. Ja, ich würde jetzt sagen, ich suche mir jetzt erstmal einen vernünftigen Aussichtspunkt.
Tunnel. Doch, da hoch. Da will ich noch hoch mit euch. Einsammeln. Ah. Okay. Was ist das? Schau dir die Stadt an, ja, aber wie? Maybe one day I'll retire and have a view like this. Well, preferably not in hell, but hey, let's be realistic. Okay. Jo, nichtsdestotrotz, ein bisschen länger gespielt als ich dachte. Werde ich das jetzt hier erstmal beenden? Oh, mein Controller leuchtet rot. Werde ich das jetzt erstmal beenden? Es ist genauso abgefahren wie Saints Row 3 und Saints Row 4. Es macht megamäßig Spaß, weil es so abgefahren ist. Ja, nun mal, Saints Row ist nun mal ein total abgefahrenes Spiel. Also, kann man nur nicht anders sagen. Ich bin, no, I hate to admit it, but Dane's growing on me. Ich bin schwer begeistert, vor allen Dingen mit diesen Flügeln. Es kommt so geil rüber. Und dann jetzt alles in der Hölle. Also, ich freue mich schon drauf. Ich werde jetzt auch nicht weiterspielen, was mir sehr schwer fallen wird. Aber das möchte ich gerne im Koop weiterspielen. Da muss ich warten, bis ich Internet habe. Und da werden dann auf jeden Fall noch Videos kommen. Das werde ich mit dem Blue spielen. Und dann werde ich so noch so eine Stunde, zwei Stunden oder so werde ich dann noch aufnehmen. Denke ich mal, dass er da noch ein bisschen besseren Eindruck bekommt. Ich freue mich jetzt schon und kotzt mich richtig an wegen dem scheiß Umzug, dass ich noch kein Internet habe. Ich würde jetzt gleich mit dem Blue anfangen. Ey, das ist so geil. Also für jeden Saints Row Fan eindeutig ein Muss. Eindeutig ein Muss. Also es ist geil. Es ist einfach geil. Abgefahren, macht Spaß und die Kommentare wieder. Ich bin megamäßig begeistert. Aber ich mache jetzt erstmal Schluss. Ja, fällt mir auch schwer, aber ich will halt nicht zu viel alleine spielen. Ich will ja schön im Koop spielen, weil das macht bei Saints Row gleich dreimal mehr Spaß, wenn man es im Koop spielt, wenn man sich gegenseitig da ein bisschen hochzieht und so. Und Blue habe ich ja schon Saints Row 4 auf der PS3 durchgezockt. Und wir waren muted gespannt. Das hat megamäßig Spaß gemacht mit Blue. Und Blue und ich, wir haben gleich gesagt, wo wir erfahren haben, dass er für die PS4 kommt. Da zocken wir zusammen. Das haben wir gleich gesagt. Und er hat sich auch geholt. Und ich freue mich schon megamäßig drauf, das mit Blue durchzuspielen. Ich verabschiede mich erstmal. Ahoi,